Ich bin wieder da und ich habe euch was mitgebracht. Ich bin mal wieder zurück. So, nach 3 Monaten Pause ist es dann doch an der Zeit, auch mal wieder ein Video aufzunehmen. Und da sind wir. Ja, was habe ich denn jetzt hier Schönes liegen? Also es ist was von Herberts, wie man unschwer erkennen kann. Und zwar ist es das Herberts Gürtelmesser. Ja, es heißt wirklich so. Aber man erkennt offenbar schon, was für ein Messer das genau sein soll. Und zwar ein Huntsman. Und wir gucken uns das jetzt mal direkt an, aber erstmal schauen wir uns noch das hier an. Wir haben hier eine sehr schöne Tasche vorne dran. Da kann man noch ein anderes kleines Messer reintun. Ich habe auch schon eins gefunden, und zwar dieses hier. Das hier habe ich mir mal aus Amsterdam geholt. Und ich muss sagen, das passt eigentlich perfekt in diese Tasche. Und ja, da ist es auch schon geklärt, ne? Was mir aber nicht so gefällt an dieser Tasche ist das hier. Also ich meine, das ist jetzt ein Messer, das 40 € gekostet hat insgesamt, ne? Also hier halt auch mit Tasche und so. Aber das muss jetzt nun echt nicht sein. Es gibt so viele bessere Varianten. Zum Beispiel könnte man es auch einfach so machen, dass das Messer von alleine überhaupt nicht rausfällt, so wie hier. Ja. Also ich halte hier oben mal fest. Also es fällt wirklich nicht raus und das ist auch nur eine Ledertasche. Oder man macht es wie bei dem hier. Man macht halt einfach so einen Druckknopf rein. Das ist da jetzt nicht das Problem, aber ich halte mich schon wieder zu sehr an solchen Einzelheiten auf. Und nun kommen wir einfach mal zum Messer. Also, ja, das hier ist das gute Stück. Ein paar Kratzer hat es schon. Ich hatte es mal aus dem Laden geholt. Das ist ja auch schon wieder eine ganze Weile, ja. Also, sorry auf jeden Fall, dass das erst zu spät kommt, ne? Aber ich werde jetzt versuchen, öfter Videos zu machen. Und wir sehen hier schon C-Jewel Herberts AEC 420. Also das hier unten ist der Stahl. 420er Stahl ist jetzt nicht so der beste Stahl, wie man offenbar gehört hat. Und ja, aber ein ganzes Messer für um die 40 € damit zu machen, Respekt. Ob das dann auch hält, also ich weiß jetzt nicht, ob es dann halt so outdoor-tauglich ist, aber ich denke mal, so Kleinkram kann man damit schon schneiden. Und ich weiß jetzt nicht, was hier die ganze Zeit los ist mit dem Licht, aber das ist alles dunkel hier. Naja, dann haben wir hier einen schönen Griff. Und jetzt haltet euch mal fest, aus was der ist. Und zwar ist das ein mit Glasfaser verstärkter Nylongriff. Okay. Das ist echt. Ja, also ich habe davon noch nichts gehört. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber es sieht schon mal ganz gut aus. Also so mit dem Finger kann ich da jetzt keine Kratzer reinmachen. Aber wer weiß, wie lange das noch hält, ne? Der Griff wurde mit 4 wunderschönen Schrauben befestigt. Und hier sieht man auch schon, was da passiert ist. Ja, das ist dieser. Das ist das, was ich meine mit könnte schnell kaputt gehen. Ich habe damit echt noch nichts gemacht. Also es lag jetzt hier die ganze Zeit rum. Ich wollte es nicht unbedingt schon zerstören, wie den Böcker-Trainer vor dem Video. Wir gucken einfach mal, ob es scharf ist. Dafür habe ich mir wieder ein wunderschönes Blatt organisiert und ja, es ist scharf. Also hier unten in diesem Bereich zumindest. Und dem Bereich ist es ein bisschen stumpf. Aber nur so ein kleines bisschen. Und hier vorne ist es auch wieder schön scharf. Aber 420er Stahl, wir gucken mal, wie lange das so hält. Ich werde euch auf der Laufenden halten. Und spitz ist es auch. Ja, also ist schon ordentlich. Also, ne? So, dann kommen wir mal zu den Daten von diesen Patienten hier. Und zwar haben wir ein Gewicht von ungefähr 279 Gramm, haben eine 15,1 cm lange Klinge aus dem 420er HC-Stahl. Außerdem finden wir einen wunderschönen in der Hand liegenden Griff mit glasfaserverstärktem Nylon-Material, was für einen guten Griff und eine schöne Optik sorgt. Nun dann, das war's dann auch schon wieder von meiner Seite zu diesem Messer. Ich persönlich finde das Design okay, ist halt von CSGO das Design, aber ich finde, das haben sie echt schön gemacht. Ich werde euch das natürlich in der Beschreibung verlinken. Und ja, ich werde das dann ein bisschen mal auf die Zerreißprobe stellen. Bis dann.